Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen weiter Harry Potter 2 und die Kammer des Schreckens. Wir müssen Hermine jetzt folgen, die ist nach oben gerannt, denn sie will uns hinbringen, glaube ich, zu Zaubertränke? Ich weiß es gar nicht genau. Doch, da oben ist sie. So. Hermine, warte auf uns! Bohnen sind wichtig, wissen wir jetzt auch schon. Denn ohne Bohnen kriegen wir recht viel nicht. Oh, da ist Filch. Schon wieder ein Besen in der Hand. So, nee, genau, zu Professor Flitwick. Der soll uns was erzählen über die Kammer des Schreckens. Willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Entschleimzauber. Ja, Miss Granger? Ich frage mich, ob Sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnten. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger, nicht Mythen und Legenden. Bitte, Professor, wir wollen es alle wissen. Ja, wie ihr wollt. Hogwarts wurde von 4 Personen gegründet. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Slytherin wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen 3 Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Schule. Ja, Miss Granger? Er baute eine Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. In der ein riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht. Die Legende besagt, dass Slytherins Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Das ist natürlich alles Unsinn. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und versuchst mal, den Entschleimzauber anzuwenden? Gerne, Professor. Die brauchen wir wahrscheinlich auch für die praktischen Sachen. So, ist mir gespannt. Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Der okay. Zauberstab bewegt sich über das Symbol. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus 3 Übungen. In allen 3 Übungen musst du die angezeigten Pfeile treffen. Bist du bereit? Ja. Übung 1. Fang an. Ja. Der erste Runde sieht noch einfach aus. Hä? Hab ich doch erwischt. Versuch es nochmal. Das ist jetzt Quatsch. Na gut. Gib jetzt nicht auf, Harry. Du hast es fast geschafft. War ich zu langsam gerade oder zu schnell war ich, ne? Das ärgert mich gerade. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Yes. Übung 2. Fang an. Okay. Kommt schon noch irgendwas mit nach oben oder unten. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Übung 3. Fang an. Schön. Prima! Du hast alle Übungen erfolgreich abgeschlossen. Danke, danke. 15 Punkte für Gryffindor. Gut gemacht, Harry. Du beherrschst nun den Entschleimzauber. Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher alles über den Entschleimzauber gelernt hast. Okay. Seine Übung? Willkommen bei der Entschleim-Herausforderung, Harry.
Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit aufsammeln. Du findest ihn einige Stockwerke tiefer. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Okay, auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Sehr gut. Los geht's. Ektoplasma ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurückgelassen wird. Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Mit einem Entschleimzauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Das ist wie bei den Ghostbusters. Okay. Entschleime! Entschleime? Hat er Entschleime gesagt? Wie verarschen? Und. Entschleime! Fliegendo! Okay, das ist nichts. Fliegendo! Du kannst den Entschleimzauber auch verwenden, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Fliegendo! Fliegendo! Entschleime! Entschleime! Fliegendo! 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 Ach, noch weiter geht's nicht? Okay. Jetzt kann ich ja nicht darüber springen, oder? Jetzt muss doch hier runtergehen. Fliegendo! Ich wollte sagen, alles andere wäre jetzt auch komisch gewesen. Ersten Stern. Fliegendo! Speichern wir auch direkt. Ektoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraftpunkte aus. Je länger du mit Ektoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Entschleime! 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 Allohomora! Okay. Komm. Ich dachte, dass es hier irgendwas gibt. Okay, hier nicht. Lysandra! Ah. Lysandra! 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 Okay. So, noch umkippen. Hm. Oh nein, es ist Peeves. Oh, Peeves nervt doch. Haha, wenn das nicht der pickelige, plumpe, bummelige Potter ist. Alle hässlichen Wörter fangen mit P an. Entschleime! 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 Ja, keine Zeit mit ihm hier rumzukaspern. Entschleime! Entschleime! Ah, kann ich nicht, okay. Hier links? Allohomora! Ah, guck mal. Da konnte er links laufen. Entschleime! 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 Okay. Haben wir auch. Gucken, wie viele Sterne es hier noch zu finden gibt. Also wahrscheinlich ja 10, wie beim anderen. Aber trotzdem ist es... Na gut, speichern wir jetzt mal. Nintendo! Aber die lassen sich schon was einfallen, finde ich ganz nett. Okay, da war jetzt ein Stern dahinter.
So nett. Aha. Was ist denn? Flipendo! Ach, guck mal, das sind die. Flipendo! Yes, okay. Also irgendwie habe ich gerade die Orientierung verloren. Requisentra! Flipendo! Requisentra! Ach, durch? Ja. Da längst? Ne, da längst kann ich nicht. Ach, da jetzt, der Stern offen. Okay, genau. So rum. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Zeit da oben läuft ja ab, aber... In Schleime! Da muss irgendwas hin. Okay, warte. Mann, Mann! Das ist aber auch geheimnisvoll hier alles, ne? Kann man mal sagen. So. Flipendo! Entschleime! Entschleime! Okay, müssen wir gucken. Da müssen wahrscheinlich die Viecher wieder runter. Wie der zum Beispiel. Flipendo! Obwohl. Wollen die da hinten auch noch holen? Wäre praktischer gewesen, das andersrum zu machen. Requisentra! Flipendo! Flipendo! Ja. Flipendo! Wer jetzt war? Flipendo! 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 Dann krieg ich dich auch rein. Requisentra! Flipendo! So. Okay. Aber unten ist auch noch was, habe ich gesehen. Wir müssen einmal den Stern holen und dann werden wir gleich nochmal weitergehen. Nicht weitergehen, dann. Ich glaube, hier unten ist auch noch irgendwas. Also auf der anderen Seite. Aber irgendwie einen Weg konnte ich sehen, oder? Okay, ist die hier unten noch längst, okay. Da oben kann man wieder... Flipendo! Ach, die Sammel fallen sogar hier runter. Das ist ja gut. Okay, hier müssen wir gar nicht längs. Wir können ja oben wieder rauskommen. Gut, dann laufen wir hier längs. Hui, Harry, pass auf. Ah, guck mal. Flipendo! Okay. Ich muss mir noch anzeigen hier. Aber hier oben nicht, ne? Ne, es muss unten sein irgendwo. Bin ich dann vorbeigelaufen?
ist ein Wichtel aus Cornwall. Ah, okay. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Mit Rictu Sempra kannst du sie betäuben. Sehr gut. Rictu Sempra! Allohomora! Aber irgendwie kommt mir so vor. Kommt mir so vor, als ob der mir irgendwas zeigen wollte. Ich weiß noch nicht was. Aber ich weiß nicht wo. Das ist das Problem. Na gut. Da drin. Aha. Okay. Da haben wir Glück gehabt. Blockiert die Tür, okay. Entschleime! Oh. Oh. Und da unten noch ein. Nee, das war kein Zeichen. Das wäre ein Zeichen gewesen. Man hätte was gegenschießen können für Pendo oder so, aber das geht wohl nicht. Da ist auch gar nichts drin. Ab und zu ist viel drin, ab und zu ist gar nichts drin irgendwie, ne? Oh, warte mal. Nintendo! Okay, das ist ja eine Wippe. Okay, da muss da irgendwas rauf, oder was? Hä? Kann ich die Schule hochheben? Nee. Kann man das schaffen? Ich kann nicht schnell laufen oder so. Hä? Wie kann man das denn schaffen? Das frage ich mich gerade. Das kann man nicht. Also nicht so, wie ich das vorhabe. Gucken wir, ob es irgendwo noch einen Weg gibt hier. Also irgendwie muss es ja möglich sein. Müssen wir mal gucken, dass ich wie anders hinbekomme. Von oben runter springen ist auch Quatsch, oder? Ah, okay, jetzt sehe ich was. Entschleime! Nintendo! 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 Oh. Schießen wir da rein. Okay, wir haben jetzt so und so viele gesammelt. Das heißt, wir kriegen mehr Leben. Das ist natürlich gut. Flipendo! 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 Okay, okay. War doch nicht so schwer. Kann ich auch noch runterspringen gleich bestimmt, ne? Flipendo! Mach mal wach. Allohomora! Flipendo! So. Wir jumpen aber auch da runter. Oh, echt, habe ich voll viel Leben verloren. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, er kann ein bisschen mehr ab, der Harry. Anscheinend nicht. Da unten ist irgendwas.
jetzt hier machen? Warum ist jetzt hier eine Etage? Ah, okay. Ah, okay, deswegen. Mann, 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 hier gibt es aber auch echt versteckte Ecken, oder? So, da ist der große Stern. Warte mal kurz. Ist der Spacko. Gut gemacht, Harry. Du hast die Entschleim-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Alle 10 Sterne und 155 Punkte. Beziehungsweise die Punktzahl, die raufgekommen ist, oder? Die wöchentliche Hauspunkte-Auswertung fängt bald an. Ich freue mich, will auch hin. Laufen wir gleich hinterher. Da können wir wieder Bonuspunkte sammeln. Und jetzt können wir den Schleimzauber benutzen, um sogar noch mehr Punkte zu bekommen, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wo das genau ist, deswegen laufe ich einfach hinterher. Ja, ich bin bei dir. Yes. Oh. Hallo alle zusammen. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkte-Auswertung. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Okay. Gucken wir mal, ob ein bisschen mehr bekommen diesmal. Wir haben beim letzten Mal ja auch schon recht viel bekommen. Aber ein bisschen mehr wäre noch besser, ne? Okay, können wir ein paar Punkte holen. In Schleime! In Schleime! Hallo, Hobo! Sehr viele Dinger hole ich jetzt auch nicht gerade, aber ein bisschen mehr Zeit bräuchte man hier. Na, haben wir noch genug Punkte, oder? Harry! Ich möchte mir den Ort des Verbrechens einmal genauer ansehen. Normalerweise bewacht Filch immer den Gang, in dem seine Katze versteinert wurde. Aber im Moment ist er nicht da. Das ist unsere Chance. Glaubt ihr wirklich, dass es eine Kammer des Schreckens gibt? Ich glaube die Geschichte, die Flitwick uns erzählt hat, auch wenn er selber daran zweifelt. Dumbledore konnte Mrs. Norris nicht heilen. Und deshalb denke ich, was immer sie angegriffen hat, ist vielleicht nicht menschlich. Nun sind wir also am Ort des Verbrechens. Es kann nicht schaden, wenn wir uns ein wenig umsehen, wo wir schon mal hier sind und Filch nicht in der Nähe ist. Erinnerst du dich an all das Wasser auf dem Gang? Wo kam das bloß her? Von da drin. Lasst uns nachsehen. Ich kann da nicht rein. Das ist ein Mädchenklo. Ach Ron, da wird niemand drin sein. Da lebt die maulende Myrte. Sie spukt in einer Toilette herum, die das ganze Jahr über geschlossen ist, weil sie ständig Anfälle hat und alles unter Wasser setzt. Ich wünschte, die Leute würden endlich aufhören, hinter meinem Rücken über mich zu reden. Wer könnte dann der Erbe Slytherins sein? Wer möchte alle Nicht-Magier aus Hogwarts vertreiben?
Draco Malfoy. Du hast doch gehört, dass er Hermine Schlammblut genannt hat. Aber wie können wir es beweisen? Wir müssen in den Gemeinschaftsraum des Slytherin gelangen und Malfoy ein paar Fragen stellen, ohne dass er merkt, dass wir es sind. Aber das ist unmöglich. Alles, was wir brauchen, wäre ein wenig Vielsaft-Zaubertrank. Er verwandelt einen in jemand anderen. Harry könnte sich in einen Slytherin verwandeln. Niemand würde merken, dass es in Wirklichkeit Harry ist. Zwei der Zutaten sind ein wenig schwierig zu beschaffen. Gemahlenes Horn eines Zweihorns und kleingeschnittene Haut einer Baumschlange. Harry, du musst mir welches besorgen. Hast du eine Ahnung, wo ich die Zutaten finden kann? Snape hat Zweihornhorn in seiner Vorratskammer. Mit der kleingeschnittenen Baumschlangenhaut bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich muss in die Bibliothek, um das zu überprüfen. Na super. Gänge voll Glibber. Das wird sicher angenehm. Gut. Gucken wir mal nach, ob wir das finden. Kann, wo wir hin sollen? Gucken wir mal. In Scheibe! Okay. Hochklettern? Okay. Ja, ich kann da noch nichts machen mit den Seilen anscheinend. Nee. Kann ich nicht. Okay, hier kann ich nichts machen. Gehen wir woanders hin? War anscheinend der falsche Gang. Also weiß ich nicht, aber ich kann es so gut vorstellen. Wollen wir hier drüber rein? Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Was verkaufst du denn? Ich habe Mega-Power-Rinde. Sie ist taufrisch. Nee, die brauchen wir nicht. Ganz wie du willst. Aber anderswo wirst du das kaum finden. Und du? Was verkaufst du denn? Ich habe ausgezeichneten Flubberwurmschleim. Den verwende ich selber auch. Klar. Ach, warum kaufe ich denn jetzt? Totaler Quatsch. Kein Slytherin hat so etwas. Alle werden dich beneiden. Der Quatsch hatte ich ja gesammelt gerade eben schon, na egal. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Okay, wir sind in seine Vorratskammer. Wo ist denn die? Kann ich aber längs gehen? Oder sieht er mich dann gleich? Oh, da geht's irgendwo hin. Das ist die geheime Vorratskammer, was ist das? Man weiß es nicht. Da drüben, okay. Anscheinend nur ein Geheimgang und nichts, was jetzt großartig hilft. Also muss die Vorratskammer woanders sein. Die finden wir schon. Uhu, Harry, Lust auf ein Geschäft? Nö. So, wo kann die Vorratskammer sein? Von wo sind wir gekommen? Von da, ne? Man weiß es nicht, ob wir richtig sind. Wir gehen erstmal weiter. Flipendo! Flipendo! Ah, okay. Hey, was passiert hier? Da geht's irgendwie runter. Da geht's auch irgendwo hin. Hier gehen wir ganz hoch. Entschleimen! Okay, ich kann alle Bereiche rein, anscheinend.
Okay, das sind Löcher. Nintendo! Uncool. Wir sind da längs. Entschleime! Alter, wie viel Schleim ist denn bitte hier? Zwei rein, okay. Achso, okay. Ne? Nintendo! Nintendo! Die schwimmen wir auch noch schnell rüber. Oh, was haben wir hier? Nintendo! So, Nintendo! Na komm, mach ein Stückchen! Nicht schlecht, auch nicht schlecht, so. Entschleime! Hallo! Entschleime! Rikusembra! Entschleime! Rikusembra! Oh, die Zauber sitzen, würde ich sagen. Der Harry gut auswendig gelernt. Und die geht auch das Treffen links und rechts, ne? Wesentlich angenehmer so zu spielen. Okay. Gehen wir noch kurz hier rein, ist was drin? Mach mal. So, Bohnen, dann schicken wir die Schnecken da rein. Rein da. Nintendo! Okay. Da können wir speichern, das ist schon mal nicht schlecht. Hallo, Nintendo! Cool.
Okay, hier ist ein kleiner Clip. Alle hoch! In Schleime! Nintendo! Aha. Ich muss also einen Weg da finden und kurz runter gucken. Okay, also. Nintendo! Nintendo! Das Grüne? Nintendo! Sieht doch gut aus jetzt, oder? Da passiert nichts. Und hier? Okay. Nintendo! Nein, nein! Ja. Nintendo! Jetzt hier durchkommen auf die andere Seite, oder? Guck mal. Da habe ich irgendwas übersehen hier noch. Ah, geht's auch noch irgendwo hin? Gucken wir mal kurz. Alle Homora! Alle Homora! Okay, noch was einsammeln. Nintendo! So, jetzt gehen wir hier raus. Das müsste ja der richtige Weg sein, meiner Meinung nach. Ah, guck mal, das wird der Vorratsraum sein. Hallo! Nintendo! Okay. Jetzt haben wir alles zerstört hier. Sind ja bestimmt nicht so cool. Der gute Herr Snape. Das kann uns egal sein. Schicken wir da runter. Gut erwischt, das Ding. Da geht wieder in der Richtung, okay. Okay, jetzt drehen die sich alle so ein bisschen so, wie wir es gerne wollen anscheinend. Oder wie es sein soll. In Schleime! In Schleime! Oh, so lange warten wir. Nintendo! Landen nicht wirklich immer direkt da drin, aber schade. Nintendo! Okay.
Entschleime. Entschleime. Blitzendo. Na, was zeigt ihr an? Ah, da ist eine Mauer, okay. War ja kein super Geheimnis jetzt hier, muss man sagen. Eine Karte oder so. Entschleime! Naja. Requisembra! Alohomora! Oh! Alter Schwede, schon. Die Jump-and-Run-Passagen sind gar nicht so schwierig, aber man muss echt immer genau. Oh, ein Stück haben wir. Müssen nur aufpassen, dass Snape sich erwischt. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Huhu, Harry, Lust auf ein Geschäft? Nee. Oh. Hallo, Harry. Hallo, ich habe 2 Hornhorn für den Zaubertrank gefunden. Klasse! Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Sie gründen einen Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Hey! Naja, wir kommen hinterher. Gut, jetzt haben wir das 2 Hornhorn. Jetzt fehlt uns ja noch die... Alohomora! Sorry, ich hab das hier gesehen. Kann man sich den Teppich einfach springen? Oh. Nee. Das wahrscheinlich muss man da irgendwie einen Zauber haben, damit man... Ja. So schön hoch springen kann. Schade. Verzeihung. Ich kann da reingehen und man könnte das mal kurz machen. Machen wir das kurz, den Duellierzauber. Hier ist die... Können mich alle sehen? Könnt ihr mich alle hören? Sehr schön. Im Duellierclub wollen wir für den Fall trainieren, dass ihr euch eines Tages einmal verteidigen müsst. Wir treffen uns jeden Tag im Vorzimmer der großen Halle. Ziel eines jeden Zauberer-Duells ist es, den Gegner unschädlich zu machen. Während eines Duells kannst du 3 Zauber verwenden. Mit Rictus Sempra kannst du einen Gegner nach hinten schleudern, dann nimmt seine Kraft ab. Verwendest du Mimble Wimble, wirkt der nächste Zauber deines Gegners nicht mehr richtig. Wendest du Expelliarmus an, wird der Zauber deines Gegners umgelenkt, sodass er wieder auf ihn selbst zurückprallt. Möchtest du einen Zauberspruch wählen, scrolle mit der rechten Maustaste durch die Liste der Zauber. Drücke die linke Maustaste, um einen Zauber auf deinen Gegner anzuwenden. Hältst du die linke Maustaste einige Zeit gedrückt, wird die Kraft von Rictus Sempra oder Mimble Wimble verstärkt. Während eines Duells ist es verboten, Zaubertränke zu trinken oder zu springen. Möchtest du an einem Duell teilnehmen, musst du eine Gebühr in Form von Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen entrichten. Der Gewinner bekommt die Bohnen des Gegners.
Möchtest du einen Schüler zum Duell auffordern, gehe einfach auf ihn zu. Wenn du genug Bohnen hast, wirst du zum Duell eingeladen. Mein Assistent, Professor Snape... Ich bin Ihr Kollege, nicht Ihr Assistent. ...hat mir anvertraut, dass er selbst ein klein wenig vom Duell versteht und hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Duelle zu überwachen. Und nun eine kurze Demonstration. Harry, würdest du dich bitte mit Ron aufstellen? Naja, Zeit, das Traumpaar zu trennen. Malfoy, komm hier rüber. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst. Jetzt wird's spannend. Es wird mir ein Vergnügen sein, dich zu zermalmen, Potter. Dann kann's ja losgehen. Zauberstäbe in Position. Bei drei geht's los. Okay. Angst, Potter? Das hättest du wohl gerne. Eins, zwei, drei. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden. Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Und mit dem gleichen Zauberspruch die ganze Zeit. Da habe ich rausgefunden, wie ich steuern kann, dass ich im nächsten Mal reinkomme. Runter scroll. Am nächsten Mal. Serpensortia! Hau ab! Was war das? Hat Harry gezischt? Oh Gott, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Der noch nicht! Ein Paselmund. Du bist ein Paselmund, Harry. Du kannst mit Schlangen sprechen. Na und? Es ist nicht egal, Harry. Denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Oh nein. Doch, so ist es. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Wie auch immer. Wir sehen uns später, Harry. Tschüss, Harry. Einfach geil. Da haben wir so eine Dramatik und dann, ach so, und tschüss, Harry. Wir sehen uns später. Ja, danke. In dieser Nacht lag Harry stundenlang wach und grübelte. Könnte er der Erbe Slytherins sein? Ich komme morgen nicht zum Kräuterkundeunterricht. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und mache weiter mit dem Vielsafttrank. Es ist einfach unglaublich, dass Hermine den Unterricht schwänzt. Hm. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt besser nach draußen zu den Gewächshäusern, Harry. Los, komm! Okay, ist mal so schnell, der kleine Mann. Nee, wir müssen einmal hier längs laufen, kurz, warte mal. Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Slytherin 447, wieso haben die uns überholt? Wann haben die das denn geschafft? Eieieiei, das ist nicht so gut. Nein, auch nicht. Ich suche gerade das andere Ding, wo unten immer dieser Speicherknotenpunkt ist. Wo war denn das? Ist hier oben hoch? Dann nach rechts? Nee, ne? Hast du Lust auf einen Handel? Nee. Na gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das ist. Ich finde das gerade nicht. Macht aber auch nichts. Wir machen einfach Schluss für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Würde mich freuen. Und bis dahin. Tschüss.